Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, nicht in meinem gewöhnlichen Videohintergrund. Das liegt daran, dass wir noch alle krank sind. Also das heißt, ich und die Kinder. Und Svea schläft gerade oben bei mir im Bett, wo ich ja normalerweise drehe. Und weil sie halt die Nacht so schlecht schläft. Und deswegen hat Manu sich ausquartiert, damit er die Nacht schlafen kann. Und Svea schläft halt bei mir. Aber ich habe ein Päckchen zugeschickt bekommen, was ich jetzt gerne mit euch auspacken möchte. Und zwar ein Tauschpaket mit der lieben Beautyfee. Ihren Kanal verlinke ich euch jetzt hier und auch unten in der Infobox. Und wir haben uns als Thema Sommer-Must-Haves ausgesucht. Ja, der Sommer, naja, jeder weiß, wie der Sommer dieses Jahr so ist. Es ist mal warm, dann regnet es mal wieder. Es ist kein schöner Sommer, aber vielleicht können mich die Produkte ein bisschen aufheitern. Und damit es für euch ein bisschen mehr Sinn macht, beide Videos zu schauen, hat sie im DM eingekauft und ich habe im Rossmann eingekauft. Also die Produkte, die ihr jetzt seht, das sind Sommer-Must-Haves aus dem DM. Und wenn ihr sehen wollt, was ich im Rossmann geshoppt habe, dann schaut mal bei ihrem Kanal vorbei und schaut euch an, was ich ihr geschickt habe. Und ich habe den Karton schon aufgeschnitten, mehr habe ich noch nicht gemacht. Aber ich habe gesehen, dass sie echt jedes Teil einzeln eingepackt hat, was ich richtig toll finde und was ich leider nicht gemacht habe. Und es ist auch ein kleines Briefchen dabei. Ich freue mich sehr, mit dir dieses Tauschpaket zu machen. Ich habe dir ein paar sommerliche Produkte und meine persönlichen Favoriten für den Sommer eingepackt und hoffe, meine Auswahl gefällt. Eine Kleinigkeit ist auch für deinen Kleinen dabei. Hoffe, er freut sich auch ein bisschen. Oh, das ist schön. Da wäre es jetzt schön gewesen, wenn Vince dabei gewesen wäre. Aber der ist gerade losgefahren im Kindergarten. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Auspacken. Viele Grüße, Nadine vom Kanal Beautyfee. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Du hast dir so viel Mühe gegeben. So viel Mühe habe ich mir nicht gegeben. Aber naja. So, fangen wir einfach an, jetzt jedes Paket einzeln auszupacken. Mir gefällt übrigens das Papier auch sehr gut. Und ich habe schon lange, lange, lange kein Tauschpaket mehr gemacht. Deswegen bin ich jetzt richtig gespannt. Macht richtig Spaß mal wieder. Okay, hier sind ganz viele Masken. Und zwar von Balea eine Feuchtigkeitsmaske, die finde ich optisch sehr, sehr schick. Eine Cremegelmaske, hier sind sogar drei Anwendungen drin. Das finde ich für den Sommer eigentlich ganz schön, mit leicht kühlendem Effekt. Das finde ich richtig toll. Dann eine reinigende Maske, die habe ich auch immer sehr, sehr gerne. Eine Augen- und Lippenmaske, auch von Balea habe ich noch nicht gesehen. Hilft bei Augenringen, die ich gerade habe, weil wir halt in der Nacht sehr schlecht schlafen. Pflegt die zarte Lippenpartie mit Hyaluronsäure, hautglättend. Das ist cool, das muss ich mal ausprobieren. Und dann noch eine Aquatuchmaske, auch von Balea. Das ist meine erste Tuchmaske. Ich hatte bisher noch keine. Und bin ich sehr gespannt, freue ich mich drauf, das alles mal ausprobieren zu können, wenn ich abends mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe, weil ja, im Moment ist halt dadurch, dass beide Kinder krank sind. Vince steckt es noch relativ gut weg, aber es wäre halt logischerweise nicht so gut. Ah, ich glaube, das ist das für Vince. Ach, schön. Das ist von den frechen Freunden so ein Quetschi mit Joghurt. Erdbeere und Himbeere im Joghurt. Auch voll schön. Das bekommt er heute Nachmittag. Da freut er sich bestimmt sehr darüber. So. Dann haben wir hier was Größeres, also Deo oder sowas. Ja. Oh, ah, oh cool. Und zwar auch Balea, das Wasserspray Aqua, pure Erfrischung für Gesicht und Körper. Das finde ich richtig toll. Auch zur Make-up-Fixierung. Ja gut, Make-up-Fixierung ist jetzt bei mir nicht so. Aber das finde ich richtig, richtig cool. Und bin ich mega gespannt. Wenn so richtig heiße Tage sind, kann ich das sowohl für mich persönlich sehr gut vorstellen, aber für Vince ist das bestimmt auch ganz angenehm. Das finde ich cool. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, es wird bald mal wieder ein bisschen wärmer. Also, wir haben jetzt schon immer so um die 20 Grad. Aber jetzt gerade sind auch tierisch graue Wolken draußen. Es sieht schon wieder so nach Regen aus. Weiß gar nicht, wie sich der Tag heute so entwickeln soll. Ich glaube, die nächsten Tage sollen schon wieder sehr regnerisch werden mit Gewitter und allem. Das ist so, man kann auch draußen den Pool gar nicht aufbauen, weil es sich immer überhaupt nicht lohnt für einen heißen Tag. Also es ist wirklich nervig im Moment. Was haben wir hier noch? Also auch eine Art Spray mit Melone. Und zwar ein erfrischendes Body Spray Melone, auch von Balea. Mal gucken, wie das riecht, ob ich das überhaupt mit meinem Schnupfen rieche.
Oh ja. Oh, riecht wirklich sehr, sehr schön fruchtig, schön nach Melone. Oh, gefällt mir richtig, richtig gut. Richtig schön. Ich bin ja allgemein nicht so der Parfümträger. Und im Sommer eigentlich erst recht nicht. Und da mag ich solche Bodysprays viel, viel lieber. Richtig lecker. Dann haben wir hier noch so ein kleines Päckchen. Vielleicht eine Lippenpflege oder so. Mal gucken. Ja, genau. Und zwar auch von Balea. Oh, das sieht voll süß aus. Eine Lovely Mint mit sanftem Minzduft für zarte Lippen. Das finde ich cool. Der Stift an sich sieht auch sehr, sehr schön aus, finde ich. Cool. So, dann jetzt nochmal. Ah, das ist so, okay, ein bisschen Duschgel oder so vielleicht. Ah, entschuldigt bitte. Ja. Das sieht nach Limette aus und Minze. Das finde ich schon mal sehr schön. Ist auf jeden Fall wieder von Balea. Duschgel Meeresrauschen mit Limetten- und Minzduft. Das ist so eine richtig perfekte Kombination für mich. Ich liebe Limetten und Minze, auch in Getränken zum Beispiel. Und ist mal ein bisschen, irgendwie ist die Form so ein bisschen anders vom Duschgel. Aber sehr, sehr schön. Mal gucken, ob ich auch was rieche. Oh, oh, total lecker. Ich liebe, liebe, liebe solche frischen Düfte. Ich mag keine schweren Düfte. Sowas Frisches ist richtig, richtig toll. Hier noch was Kleines. Kann ich nicht so ganz zuordnen. Es ist auch nochmal in Knallfolie verpackt. Oh, ein Nagellack. Ja. Ein Nagellack hat sie auch von mir bekommen. Aber in einer anderen Farbe. Wenn ihr sehen wollt, welche Farbe, dann schaut in ihrem Video vorbei. Das ist ein richtig schöner Ton. Also ist von Essence. So ein Mintton. Und zwar heißt der. Das ist die 40 Play with my Mint. So sieht es aus. Und gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich mag sowas im Sommer sehr, sehr gerne auf den Füßen. Und da wird es demnächst auch Platz finden. So, und jetzt haben wir noch zwei Sachen. Einmal nochmal so. Oh Mann. Und zwar ist das. Moment. Ah, cool. Von Balea eine Handcreme. Und zwar Totes Meer, sanfte Feuchtigkeitspflege mit Totes Meersalz und Aloe Vera für trockene Hände. Das finde ich schön, die kenne ich noch gar nicht. Die gefällt mir gut. Mal dran schnuppern. Ja, ich rieche jetzt nichts. Kann jetzt sein, wegen meinem Schnupfen, aber es ist auf jeden Fall kein sehr extremer Geruch. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Stück. Und zwar ist das eine Creme, auch von Balea. Balea Aqua Feuchtigkeitscreme Gel mit Blaualgenextrakt und Thermalwasser für feuchtigkeitsarme Haut. Ich weiß, ich habe von Balea auch eine Tagescreme oben stehen, aber halt in einem Fläschchen, nicht in einem Döschen. Und ich dachte, das ist auch was mit Aqua. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich mag den Titel sehr gerne. Und Aqua ist jetzt, wenn es richtig warm ist, mag ich das auch. Ich mag, wenn es so richtig heiß ist, so cremige Cremes nicht so gern. Weil wenn man dann früh morgens relativ gleich aus dem Haus geht und schwitzt, ist es echt ein ekliges Gefühl. Und da ist sowas Geliges sehr, sehr viel angenehmer, wenn es jetzt so warm ist. Ja, ich mache es jetzt nicht auf, um zu riechen, ne? Aber schön. Tada. Genau, das waren meine Teile. Die Sommer-Must-Haves aus dem DM von Nadine. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ich kann mit allem was anfangen. Es sind alles tolle Produkte. Die riechen alle sehr, 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 sehr gut. Und wenn ihr sehen wollt, was ich ihr geschickt habe, dann schaltet jetzt auf ihrem Kanal ein. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt ihm gerne einen Daumen hoch. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.